Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, was erwarten die Schulen, die Schülerinnen und Schüler, die Eltern heute von dieser Debatte? Sicherlich keine rückwärtsgewandte Debatte, sondern eine, die sich nach vorne richtet, aber trotzdem muss auf einige Dinge noch mal Bezug genommen werden. Liebe Frau Vogt, Geschichtsklitterung hilft ihr auch nicht weiter, weil bei Regierungsantritt 2005 war Schwarz-Gelb nicht gezwungen, die Sekundarstufe 1 zu verändern. Das ist alleine Ihre Verantwortung, die Schulzeitverkürzung da reingepackt zu haben. Und ich bin froh, dass Sie in Ihrer Rede gesagt haben, das sei überstürzt und es hätte Chaos organisatorisch in den Schulen ausgelöst und es sei auch nicht vorbereitet worden. Wenn Sie sich hätten umfassend informieren lassen von Ihren Kollegen und Kolleginnen, hätten Sie gewusst, dass Rot-Grün die Schulzeitverkürzung in der Oberstufe angelegt hatte und natürlich wäre dann Zeit gewesen, genau die Schritte vorweg zu beschreiten. Das Zweite. Wenn Herr Lindner in der Debatte noch vor kurzem hier sagt, Entscheidung der Akteure vor Ort, Individualisierung von Lernwegen, das sei totale Beliebigkeit, dann wundert mich das schon sehr, Herr Höhne, wie Sie es heute kommentieren. Und ich weiß auch nicht, Frau Müller-Rech, wenn Sie davon sprechen, die Beteiligten vor Ort ernst zu nehmen, dann darf ich Sie erinnern an die Stellungnahme von Landkreistag, Städte- und Gemeindebund, Rheinisch- und Westfälische Direktorenvereinigung, GEW, VBE, DGB, Landeselternkonferenz, Landeselternschaft der Gymnasien und der Landesschülerinnenvertretung, die deutlich gesagt haben, wir möchten eine Leitentscheidung, die wirklich eine Leitentscheidung ist, nämlich, dass alle Schulen G9 sind. Und dann bin ich sehr bei Ihnen, Frau Präsidentin. Entschuldigung, ich versuche Sie zu unterbrechen, weil es zweimal den Wunsch nach einer Zwischenfrage gibt, einmal bei Herrn Kollegen Rock und dann bei Frau Kollegin Vogt. Das machen wir gerne im Anschluss. Ich würde erst mal vortragen und dann schauen wir, dass wir das dann noch damit reinnehmen. Dann weil diese Frage des Respektierens der Meinung der Beteiligten, die muss dann auch wirklich ernst genommen werden. Und das Votum ist da. Bitte eine Leitentscheidung, die auch eine Leitentscheidung ist. Und es war ja doch demaskierend und entlarvend, dass die Ministerin in ihrer Pressekonferenz gesagt hat, ja, die Voten sind so da, aber der Koalitionsvertrag sagt was anderes. Also machen wir, was im Koalitionsvertrag da ist. Das hat also nichts mit Sachentscheidungen zu tun. Sie haben nicht die Kraft gehabt, sich aus dem Koalitionsvertrag zu lösen und sich hineinzusetzen in das, was die Verbände Ihnen auch mitgeteilt haben und was der Wunsch eigentlich der Beteiligten vor Ort ist. Das muss sehr deutlich gesagt haben. Welche Lehren sollten wir aus dem Diskurs ziehen, der in der Tat viel Kraft gekostet hat, auch in Nordrhein-Westfalen? Über den Prozess, es ist ja zum Teil mit hier aufgeführt worden, aus unterschiedlichen Perspektiven. Dass Energien in Strukturdiskussionen am Gymnasium gesteckt werden, weil viele Widersprüche sind nicht aufgelöst, das ist nicht gut. Wir sollten Energien in die Entwicklung guter Schule stecken, Energien in die Entwicklung individueller Lernzeiten für Schülerinnen und Schüler, in die Qualität von Schule. Da muss die wertvolle Energie von Kollegen, von Kolleginnen, aller Beteiligten hineinfließen. Und da habe ich meine Bedenken, dass diese Leitentscheidung nur eine eingeschränkte Leitentscheidung ist. Weil das eine ist die Frage des Entscheidens sich jetzt für den G8, das Weiterbehalten des G8. Aber es gibt ja noch eine Switch-Option obendrauf, wo Schulträger sich nochmal neu entscheiden können, wo nochmal das ganze Rad gedreht wird. Und da kommt eben keine Ruhe in die Schule, sondern sie verlagern es wieder vor Ort, die Unruhe in die Elternschaft, in die Schulen hinein. Also eine Leitentscheidung muss eine Leitentscheidung sein und dann muss die Individualisierung der Lernwege dann auch garantiert sein. Und wir sollten bitte nicht das zurückdrehen, was Schulen schon innovativ entwickelt haben in individuellen Lernzeiten. Denn das ist das, was ich zurzeit zurückgespiegelt bekomme, dass einige glauben, auch in Kollegien,
Jetzt kommen wir wieder zurück zum alten Halbtagsgymnasium. Und das lässt sich wieder rückabwickeln. Wir wollen doch bitte gemeinsam den Ganztag erhalten in Nordrhein-Westfalen, qualitativ auch weiterentwickeln, als Angebot erweiterter Lernzeiten für Schülerinnen und Schüler, als Angebot einer umfassenden Bildung. Das ist doch das Gebot der Stunde, mehr Zeit für Bildung, um dann miteinander zu diskutieren. Und da ist der wesentliche Punkt. Welche Bildung brauchen wir für das 21. Jahrhundert? Dafür, dass junge Menschen befähigt werden, diese Gesellschaft mitzugestalten, die Zukunft dieser Gesellschaft mitzugestalten. Und deswegen bin ich sehr gespannt, weil wir auch einen schulfachlichen Diskurs in dieser Frage brauchen, welche Antworten wir da in der Anhörung bekommen. Und dann reicht es leider nicht aus, in einer anderen Frage zu sagen, ja, wir haben ein Gutachten in Auftrag gegeben, das ist gut für den Belastungsausgleich, Frau Müller-Rech, aber wir müssen schon zur Anhörung, und das sage ich auch der Ministerin, wir müssen schon zur Anhörung dann die Ergebnisse des Gutachtens hier haben. Wie sollen wir uns denn über die Fragen von Konnexität unterhalten und das bewerten können, wenn das nicht vorgelegt wird? Und wir brauchen das parlamentarische Verfahren, sonst werden wir die Anhörung über das Schulgesetz nicht entsprechend durchführen können. Das muss man ganz deutlich sagen. Und Sie haben ja schon ein bisschen Verstimmung produziert, dadurch, dass es Fragebögen für Schulträger gab, dadurch, dass es Fragebögen für Schulen gab. Das musste ja schon mühsam zusammengeführt werden. Und auf der anderen Seite kann ich nachvollziehen, wie schwierig das Geschäft für Gutachterinnen und Gutachter sind, weil die Rückmeldungen aus den Kommunen nicht immer so kommen, wie man sich das gewünscht hat. Das haben wir auch immer noch in der Frage Inklusionsleistungsgesetz. Auch da gibt es immer die Fragen, wie sieht es denn eigentlich aus? Sind die Daten wirklich ausreichend und belastbar? Aber wir brauchen das, weil die Lage in den Kommunen sehr unterschiedlich ist. Und wenn Frau Scharrenbach sagt, wir gehen mal von Bayern aus, dann ist das noch eine ganz andere Dimension, wenn man an Nordrhein-Westfalen denkt. Und da sind wir in der Tat, dann gehen wir in Richtung einer Milliarde. Und dass dann andere Schulen und Schulformen sagen, zu wessen Lasten geht das denn eigentlich, ist sehr verständlich. Und Frau Ministerin, da frage ich Sie, wie wird denn das gestemmt im Endausbau 2200 Lehrerstellen mehr? Was bleibt dann für die anderen eigentlich in der Lage des Lehrermarktes noch übrig? Für die Gesamtschulen, für die Frage der Grundschulen, für die Frage der Realschulen, der Sekundarschulen hier im Land. Wie sieht das aus? Wohin gehen die Lehrerstellen demnächst? Wie sieht es aus? Sie haben gesagt, Bildungspauschale, da könnt ihr ja vor Ort mitfinanzieren. Was heißt das denn? Das kann doch nicht sein, dass aus der Bildungspauschale und schon gar nicht aus dem Programm Gute Schule 2020 jetzt Zufinanzierung da sein, sollen die dann zu Lasten anderer Schulen und Schulformen gehen. Nein, da muss sauber getrennt werden. Und all diese Fragen sind Sie schuldig geblieben. Wir wissen auch noch nicht, was in dem Jahrgang 23/24 mit dem Ausbildungsjahrgang passiert und wie die Frage mit den Hochschulen gehandelt wird. Auch da sind noch Fragen offen und vor allen Dingen noch zwei von Kollegen und Kolleginnen, nämlich Frau Vogt und Herr Rock, die können jetzt gerne gestellt werden. Wenn die das noch gerne möchten. Damit ist Frau Kollegin Beer offensichtlich mit ihrem eigentlichen Redebeitrag am Ende. Deshalb hängen wir jetzt die beiden Zwischenfragen großzügigerweise an. Frau Vogt, Herr Rock, Sie müssten sich bitte noch mal einklinken. So, die Reihenfolge ist jetzt Herr Rock zuerst. Ja, Frau Beer, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen, auch vielleicht mit einer zeitlichen Verzögerung, weil es passt eigentlich zu Ihrem Wortbeitrag ganz am Anfang. Die Kollegin Vogt hat ja erklärt, wie die Gesetzeslage oder die Gesetzeszusammenstellung 2005 war. Ich habe auch vernommen, dass Sie selber am 8. Juni erst in den Landtag eingezogen sind, 2005. Aber ich möchte Sie noch mal fragen, am 27.01.2005, welche Regierung hat das neue Schulgesetz 2005 verabschiedet? War es rot-grün oder schwarz-gelb? Und in diesem Gesetzentwurf war meines Wissens nach genau die Verkürzung von G9 auf G8. Also es war in der Recherche eine rot-grüne Regierung, die G8 gesetzesmäßig eingeführt hat. Ist das richtig oder falsch? Ja, Herr Rock, wenn Sie so fragen,
Dann will ich aber auch gerne umfänglich antworten, weil Sie haben eben das nicht, glaube ich, wahrgenommen, was ich eben gesagt habe. Ja, Rot-Grün hat in großer Einmütigkeit hier im Landtag G8 eingeführt, aber anders, ohne Schulzeitverkürzung in der SEC 1. Da gab es die Option für Schulen dann in der Entwicklung zu sagen, wir machen eine zweijährige oder eine dreijährige Oberstufe. Das ist der Unterschied. Und diejenigen, die in Verantwortung waren, das anders gemacht zu haben, den Murks in der Schulzeitverkürzung in der SEC 1, das war schwarz-gelb. Und daran beißt die Maus keinen Faden ab. So, und jetzt Frau Kollegin Vogt, aber Herr Rock, eine zweite Zwischenfrage hinten angehängt, lasse ich nicht zu. Frau Kollegin Vogt, Mikro ist offen. Frau Beer, könnten Sie mir denn die Frage beantworten, was die damalige rot-grüne Landesregierung vorbereitet hatte für die Einführung von G8? Ich will Sie auch noch mal darauf hinweisen, dass eben keine Schulzeitverkürzung in der SEC 1 geplant war. Deswegen war der Vorlauf, und Sie wissen, wie viele Klassen und Jahrgänge es eigentlich in der Sekundarstufe 1 gibt, genau der Arbeitsprozess, um dann vorzubereiten, wie ist die flexible Lösung in der SEC 2 dann möglich. Das sind Jahre Vorlauf. Und Sie sind hingegangen und haben innerhalb von 3 Monaten, innerhalb des ersten Regierungsjahres, dann ein Schulgesetz beschlossen und haben den Schulen die Verkürzung der SEC 1 vor die Tür geworfen und den Kommunen mit der Anforderung Mensa ohne Lehrpläne. Und das sind alles die Dinge, an denen die Schulen gearbeitet haben, mit denen sie gehadert haben und woher dann auch ganz klar 2010 die Haltung kam, jetzt lasst uns erstmal mit allen Änderungen am Gymnasium in Ruhe. Und wir haben eine gesellschaftliche Diskussion, auf die wir jetzt alle reagieren. Ich finde die Leitentscheidung richtig, ich will das ausdrücklich noch mal sagen, aber die Leitentscheidung muss dann auch für alle gelten.